habe ich etwas vergessen zu fragen, was allgemein so gefragt wird? Wo du als Pilotin gefragt wirst und du sagst, das sollten die Menschen da draußen wissen. Ja, da habe ich etwas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tisch, diesmal mit einer ganz besonderen Person, Mensch. Und das ist eigentlich nicht nur der Mensch, sondern ein Beruf. Du bist Pilotin. Richtig. Wenn ich mir das so vorstelle, ich muss pünktlich sein, dann ist der Flieger weg. Ich steige ein, die machen da vorne das. Ihr müsst starten, Autopilot rein, landen, Feierabend. Ist diese Job, hm? Genau. Das kennen die Passagiere. Super, ja, genau. Und meine Frage ist jetzt einfach mal ganz einfach. Wie muss ich mir vorstellen, was passiert, ich sage jetzt mal, lange vor dem Flug? Du fliegst jetzt irgendwo hin. Was musst du beachten? Genau. Das ist eine gute Frage. Die Flugvorbereitung an sich, die fängt in der Regel am Vorabend an. Da geht es darum, dass ich schon mal Wetter anschaue für den Flugplatz, wo ich am nächsten Tag hinfliege. Da gibt es ja verschiedene Apps. Da gucke ich mal schnell, wenn ich sehe, schönes Wetter, ist das erledigt, schnelle Sache. Oder im Sommer, wenn es Gewitter vorausgesagt hat, dann gehen schon gewisse Denkprozesse im Kopf ab. Überlegungen, wie machen wir das, wer fliegt, der Co-Pilot kann ja auch fliegen. Das wird dann jeweils untereinander ausgelotet, wer dann den Flug machen darf. Und vor allem geht es dann um das Thema, wie viel Treibstoff nehme ich mit. Okay, das ist dann meist noch bekannt, dass man unter Umständen mehr mitnimmt, damit man Warteschlaufen fliegen kann. Aber in einer, ich sag mal so, wenn es Gewitter angezeigt ist, die sind ja nicht den ganzen Tag da, dann weißt du ungefähr in der Richtung. Wie weißt du denn, oh, da vorne wird es schlimm? Siehst du das anhand, wie sagt man, visuell die Wolken? Das sind Gewitterwolken oder so? Wir sehen das natürlich erstens mal aus dem Fenster, zweitens auf dem Radar. Wir haben ein Wetterradar im Flugzeug. Und wo wir es eben schon vorher sehen, ist bei der Flugplanung. Wir haben spezielle Flugwetter, die wir zu Rate ziehen. Und dort bereits ersichtlich haben wir eine Chance auf Gewitter. Wenn ja, wie groß ist die Chance, dass ein Gewitter genau zu unserer Ankunftszeit am Flugplatz stattfindet? Und dann können wir so weiterverfahren. Nebst der Vorbereitung für das Wetter, was gehört da noch dazu? Ihr habt zum Beispiel auch Übernachtungen und so. Für was bist du da alles verantwortlich? Was musst du berücksichtigen? Genau, du stellst schwierige Fragen. Also wie muss ich mir vorstellen? Kriegst du, da ist das Hotel, viel Spaß, geht hin. Wie ja, funktioniert genau. Das? So sieht das wahrscheinlich für die Außenwelt aus. Genau, das ist richtig. Die gehen jetzt ins Hotel, haben Spaß und dann gehen sie wieder ins Flugzeug, starten die Motoren und tschüss. Genau. Da steckt schon viel mehr dahinter. Das heißt, wenn wir in Zürich loslegen, wie gesagt, die Flugplanung mental fängt am Tag vorher an. Ich schaue mir auch den Flugplatz genauer an. Falls ich noch nie dort war, werde ich sowieso detailliert dann noch schauen, wie viele Pisten gibt es, welche Anflüge sind verfügbar, eben wie ist das Wetter zu erwarten. Und wenn ich irgendwo übernachte, muss ich dazu sagen, dass natürlich unsere Firma alles organisiert. Das heißt, wir werden am Flugplatz abgeholt mit einem Hotel-Shuttle und werden direkt ins Hotel gefahren. Auch die Zeiten, zu welcher wir wieder abgeholt werden, die sind vordefiniert. Das ist immer je nach Strecke natürlich, Distanz vom Flugplatz, ist das früher oder später und das wird mit einberechnet. Wir sind in der Regel eine gute Stunde vor Abflug am Flugplatz. Das Hotel, es gibt gewisse Vorschriften in diversen Ländern, die wir berücksichtigen müssen, gerade jetzt natürlich mit Corona ist das auch speziell, wo müssen wir Masken tragen, wie sind die Abstandsregeln und so weiter, das muss ich alles wissen. Das schaust du alles als Kapitän? Ganz genau, ja, Flugkapitän. Da bin ich verantwortlich, dass das eingehalten wird von meiner Crew. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir am Flugplatz angekommen sind, dann steigen die Passagiere aus. Dort hört für uns die Arbeit noch nicht auf. Wir müssen dann noch diverse Papiere ausfüllen, Logbuch ausfüllen. Das dauert dann schon noch mal so 10, 15 Minuten, bis der Flieger wirklich komplett ausgeschaltet ist. Türen zu und wir uns dann auch zur Gepäckausgabe begeben. Also ihr seid die Letzten, die wir das... Wir sind die Letzten, die das Flugzeug verlassen. Der Kapitän verlässt als Letztes das Schiff genau. Oder das Flugzeug. Meistens. Es gibt Ausnahmen, wenn noch Putzcrews in den Flieger kommen, auch wieder abhängig vom Land und der Station, ob die Putzequipe alleine im Flugzeug sein darf oder ob wir dort bleiben müssen zur Überwachung, bis die Reinigung abgeschlossen ist. Das ist unterschiedlich, je nach Destination. Das liegt dann in der Verantwortung des Flughafens oder des Kapitäns, also je nachdem wo. Immer in der Verantwortung des Kapitäns. Ich muss das wissen und entsprechend meine Crew instruieren.
Okay. Wir haben Dokumente, wo wir das nachlesen können. Und dann, wie gesagt, werden wir dann von einem Bus abgeholt. Wir bekommen von unserem Arbeitgeber eine Beschreibung, an welchem Ort im Flugplatz wir uns einzufinden haben, wo dann der entsprechende Bus auf uns wartet. Genau. Und ansonsten bin ich für die Crew verantwortlich während des ganzen Aufenthaltes. Das heißt, wenn etwas ist oder wenn etwas passiert, das kann auch politisch sein und so weiter, muss ich sicherstellen, dass die Crew erreichbar ist. Das ist also wie muss ich mir vorstellen, das politisch, ich sage jetzt mal, machen wir mal ein doofes Szenario, einfach das zum Vorstellen. Mhm. Ihr fliegt irgendwo in ein Land, da gibt es einen Umsturz, ja, und plötzlich seid ihr Feinde der Nation oder ganz genau, kommt ins Gefängnis oder wie auch immer. Oder wie funktioniert? Dann bist du auch verantwortlich, dass... Immer. Ich bin für die Crew verantwortlich. Just Job. Ja. Also ja. Nicht negativ gemeint, aber egal was ist. Ja, egal was ist, Kapitän ist immer schuld. Ja. Nein, wir sagen da auch manchmal so als Witz, mit einem Bein stets im Gefängnis. Nein, so ist es natürlich nicht, das ist jetzt übertrieben. Aber es gab natürlich schon Beispiele in Ländern, wo dann Unruhen ausgebrochen sind und man musste seitens Arbeitgeber die ganze Crew erreichen, um sicherzustellen, dass alle in Sicherheit sind. Und da ist natürlich der Kapitän dann gefordert. Aber das ist noch schwierig, wenn die irgendwie versprengt sind. Wie erreicht man die? Das ist natürlich... Das ist genau das Thema. Und eigentlich am einfachsten ist es, wenn ich von jedem eine Telefonnummer habe. Mhm. Ja. Die muss ich aber anfragen, ich bekomme die nicht automatisch. Also ich muss dann aktiv sagen, Leute, jetzt sind wir irgendwo, wo es vielleicht politisch ein bisschen instabil ist. Oder es kann ja 100 Gründe geben. Dann sage ich, okay, bitte gebt mir eure Handynummern für den Fall, dass irgendetwas ändert an unserer Planung, damit ich euch kontaktieren kann. Also wenn ich mir das so vorstelle, du bist als Kapitän, ich sage mal, das Sammelbecken für die ganzen Informationen, egal um was es geht. Absolut richtig. Und du bist dafür verantwortlich, das alles richtig umzusetzen. Ganz genau, genau. Wenn ich mir jetzt das Jahr Corona vorstelle, dann hört man ja, da wird weniger geflogen, ja, oder? Dann hast du hast mir da erzählt, du hast ja so, wie sagt man, Pflicht, du musst so und so viel mal landen und starten. Und genau. Ansonsten? Es gibt Vorgaben. Ja. Die gelten für, also auf der ganzen Welt für alle Piloten, das sind gesetzliche Vorgaben. Und das sind 3 Starts und 3 Landungen in 90 Tagen. Das heißt, sagen wir jetzt mal, von Zürich starten, ja, dreimal und dreimal landen in Genf oder in Los Angeles, ist egal wo. Einfach egal wo. Egal, 3 Starts, 3 Landen, genau, in 90 Tagen. Und zwar pro Pilot an der Kontrolle. Weil wir teilen uns ja auf. Auf einem Flug fliegt vielleicht der Co-Pilot, der erste Offizier, und der Kapitän macht den Funkverkehr und dann wechseln wir ab. Und es gelten nur diesen Start und diese Landung, wo man selber am Steuer war, wo man aktiv wirklich geflogen ist. Also wenn ich dein Co-Pilot bin, du startest, ja, und ich lande, dann hast du eine Start und ich eine Landung. Genau, so wäre es, ja. Dann wird es relativ schwierig, das hinzubekommen. Das ging natürlich bis jetzt auf Kurzstrecke sehr gut, weil wir ja teilweise bis zu 4-mal am Tag starten und landen. Das hat sich mit Corona geändert. Da gab es sehr wenige Flüge und da wurde es dann schon etwas knapp. Dann heißt es einfach, es gibt dann ein Simulator-Training, wo man dann diese 3 Starts, 3 Landungen wieder... Also du musst dann den Simulator kann, ja, Starts und Landungen... Genau. Simulieren. Genau, das ist so. Also wir haben sowieso alle 6 Monate einen Simulator-Check. Da werden wir geprüft auf unser Wissen und auf unser Können, fliegerisch. Dazu gibt es dann noch einen zweiten Tag. Das ist ein Training, ein Trainingstag. Und normalerweise reicht das ja auch mit den geflogenen Einsätzen dazwischen, dass man problemlos 3 Start, 3 Landungen hat. Und wenn nicht, dann wird halt eine Zusatz-Simulator-Session eingebaut. Was passiert, wenn du, ich sag mal so, du machst die Simulator jetzt nicht, dann verlierst du deine Fluglizenz. Also was passiert da? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist dann ungünstig für alle Beteiligten. Der Pilot braucht dann wieder ein Training, um dann wieder mit einem Fluglehrer quasi oder einem Check wieder einzusteigen. Das ist nicht so eine große Sache, aber für den Arbeitgeber ist das recht aufwendig zu planen. Okay. Wie kann ich mir deine Arbeitswoche vorstellen? Weißt du jetzt schon, wo du übernächste Woche fliegst? Oder ist das kurzfristiger? Oder wie sieht das so aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja kaum Montag bis Freitag Job. Nein, genau. Es ist sehr unterschiedlich, wie wir arbeiten. Wir bekommen um den 23. rum des Vormonats bekommen wir den Einsatzplan für den nächsten Monat. Das ist sehr spät. Das bedingt auch, dass man eine gute Planung hat, privat.
Das wird dann oft alles ein bisschen spontan entschieden, mit wem ich mich treffen kann. Und das ist natürlich recht kurzfristig. Das muss man schon mögen. Ja. Man muss dafür gemacht sein, um das gerne zu machen. Was passiert, wenn ein Pilot, ich sage jetzt mal, ausfällt infolge Krankheit oder was auch immer? Habt ihr da Reserve? Wie funktioniert das? Ist das so ein Spiel, wie sagt man dem, die Disposition von eurer Arbeitsstelle? Wie arbeitet ihr? Hey, du hast noch zu wenig Stunden oder du kommst, oder wie funktioniert das? Das wird von unserer, wie du sagst, Disposition wird das umgesetzt. Wir haben gewisse Tage im Monat, wo wir auf Abruf sind. Und wenn dann jemand ausfällt oder ein Zusatzflug eingeschoben wird, aus irgendeinem Grund, dann kann es sein, dass man kurzfristig angerufen wird und innerhalb einer Stunde am Flughafen sein muss. Also Bereitschaftsdienst. Genau. Und das heißt? In der Regel sind das 5 aufeinanderfolgende Tage im Monat. Theoretisch frei, aber praktisch am Arbeiten, oder wie? Ja, frei kann man nicht sagen, aber man ist doch ortsgebunden, oder? Man muss innerhalb einer Stunde am Flughafen sein, was natürlich heißt, du kannst dich auch nicht groß bewegen. Sport machen geht nur zu einem gewissen Grad. Joggen wird schon schwierig, weil wenn sie genau dann anrufen, wenn du eine halbe Stunde weg bist, dann wird es dann knapp, oder? Ja. Ja, also ich persönlich bin dann meistens einfach zu Hause und da gibt es ja immer irgendwas zu tun. Dann genieße ich meine Familie und habe so Zeit mit meiner Familie. Und wenn ich gehen muss, ist mein Koffer und meine Uniform sind ready. Und ich brauche nur noch, zack, schnell unter die Dusche zu steigen und los geht's. Ich stelle mir das so vor, was ist das so, wie eine Frau, wenn sie hochschwanger ist, jetzt geht's los, Koffer gepackt und los geht's. Ja. Ich vergleiche es gerne mit Weihnachten oder Geburtstag. Das hören vielleicht nicht alle gerne, aber ich finde es noch spannend, weil man sitzt dann da gespannt. Fliege ich heute? Und wenn ja, wohin? Ah, das war, und das war mit so. Wem? Das weiß man ja nicht. Das kommt dann ganz kurzfristig. Das musst du wirklich so vorstellen. Du bekommst jetzt einen Anruf. Ja, hallo Werner, da ist die Crew-Dispo. Du fliegst in 2 Stunden nach London. In einer Stunde musst du am Flugplatz sein. Und dann weißt du es. Dann, wie funktioniert dann deine Vorbereitung? Hat die dann schon jemand gemacht? Nein. Das ist dann... Know-how. Ja. Wenn man ganz frisch dabei ist in der Fliegerei, kann das recht anspruchsvoll sein, zeitaufwendig, die ganze Vorbereitung. Es braucht doch viel mehr, als man natürlich als Passagier mitbekommt. Da gehen wir sicher noch im Detail drauf ein. Aber ich bin ja auch schon seit 14 Jahren sicher dabei und ich kenne die meisten Flugplätze, ich kenne das Flugzeug sehr gut, ich weiß, was mein Aufgabenbereich ist. Für mich ist jetzt das nicht eine Riesensache. Also die Standardvorbereitungen für einen neuen Piloten sind viel aufwendiger als mit Erfahrung schon. Dann weißt du schon, dass diese... Absolut. Einfach zeitintensiver, wenn man noch neu ist. Mhm. Und mit der Zeit kennt man natürlich die Flugplätze, man weiß, wie es läuft, man ist routiniert. Das hilft natürlich extrem und für mich ist daher Reserve... Ich freue mich, wenn ich fliegen darf aus der Reserve und gehe da immer gerne. Der neue Pilot hat dann eher, was muss ich machen? Natürlich, ja. Aber da ist auch immer ein Kapitän dabei und Kapitäne sind ja per Definition nicht neu. Ja. Von daher, als Team funktioniert das perfekt. Ja, interessant. Ja. Wie funktioniert das, ihr seid im Flugzeug und habt Vorbereitung gemacht, ich bin noch... Ich weiß nicht, draußen, dann heißt es so, ihr könnt einsteigen. Ja. Oder? Was macht ihr während der Zeit? Wartet ihr, das Bus ist voll, können wir losfahren? Was passiert da alles so? Kaffee trinken, WhatsApp schreiben, die letzten Anrufe auf Toilette gehen. Nein, ich mache einen Scherz. Ich gehe mal chronologisch durch. Soll ich das mal so machen? Ja. Also wir treffen uns eine Stunde, im Moment ist es 1:10, weil wir nicht so viel fliegen, hat uns die Firma eigentlich 10 Minuten mehr Vorbereitungszeit rechnen Sie uns an, so muss ich das erklären. Das heißt, wir treffen uns 1:10 vor Abflug am Flughafen. In entsprechenden Räumlichkeiten, wo wir Computer haben, Briefingräume, Wetter, die Meteo Suisse hat dort auch ein großes Büro. Jetzt habe ich gerade eine Frage. Du sagst 1:10 vor Abflug. Ganz genau. Das heißt, Abflug ist in dem Augenblick, wo du im Cockpit sitzt oder wenn der Flug abhebt? Abflug gilt die Zeit, wo wir uns vom Gate wegbewegen. Wir nennen das Block Off. Das ist eigentlich die Zeit, die zählt. Okay, das heißt, aber wenn ich in den Flieger rein sitze, dann seid ihr doch schon drinnen, oder seid ihr da? Ja, nein, wir sind drin. Die ganze Crew muss drin sein. Das hat auch wieder Vorschriften und Sicherheitshintergründe wegen Evakuation und
da wir reagieren müssen und auch reagieren können müssen. Wie sagt sollten. Das? Sollten. Genau. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber mir geht es darum, dass ich weiß, wann gilt was, damit ich mir das als Passagier vorstellen kann. Oder? Also die Abflugszeit, die du auf einem Ticket siehst, ist die Zeit, ist nicht die Zeit, wo wir abheben, sondern die Zeit, wo wir vom Gate zurückrollen. Und dann kann es sein, dass man auf der Startbahn noch wartet, weil ganz genau. Stau ist. Oder in der Regel ist das mit eingerechnet aus Erfahrungswerten, die man hat, von der Größe des Flugplatzes, wie viel Verkehrsaufkommen. Und man weiß ja mittlerweile auch, zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, das muss nicht real sein, der Mittagsflug von Zürich nach Genf, der hat sowieso einfach per Definition immer 20 Minuten Verspätung zum Beispiel. Es wird viele Sachen mit berücksichtigt. Ah. Genau. Aber ihr seid ja da jetzt nochmal zurück, ihr seid ja in eurem privaten Raum, was auch immer. Genau. Und wie läuft das da mit dem Ablauf? Genau, da treffen wir uns. Und also eigentlich fängt es so, ich komme ins Operations Center am Flughafen. Ich gehe zuerst mal an einen Computer, um mich einzuchecken, damit auch alle wissen, dass ich da bin. Das geschieht elektronisch. Dann drucke ich mir die Crewliste und den Flugeinsatz aus. Und dann gehe ich nach oben in den ersten Stock und dort treffe ich mich dann an unserer zugewiesenen Planungsstation mit dem Co-Piloten. Dann schauen wir gemeinsam die Dokumente an. Meistens hat das jeder von uns schon zu Hause einmal kurz überflogen. Wir besprechen die wichtigen Details und dann machen wir die Berechnung für den Treibstoff. In der Regel dauert das so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Okay. Und derjenige, der den ersten Flug ausführt, also fliegt, startet, genau, und landet auch, derjenige macht auch die Berechnung für den Treibstoff. Okay. Natürlich darf ich ein Veto einlegen, genauso wie auch der Kollege immer ein Veto einlegen darf. Aber in der Regel gibt es keine Diskussionen. Also wenn du merkst, er hat das falsch berechnet, dann kannst du sagen, ich stopp. Genau. Ja, oder wenn er, vielleicht habe ich noch eine Überlegung aus meiner Erfahrung, wo ich sage, ja, das finde ich gut, aber bedenke, vielleicht macht es hier Sinn, doch noch etwas mehr mitzunehmen aus diversen Gründen, die er vielleicht noch nicht kennt, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat. Dann wird das so gemacht. Wir sind da recht frei bei uns in der Firma zu entscheiden, wie viel wir mitnehmen. Und dann können wir das alles elektronisch auch eingeben. Das geht dann direkt, gehen diese Zahlen zu einem Fueler, also zu dem Tankwagen. Mhm. Und die fahren dann schon, während wir noch im Gebäude sind, fahren die bereits zum Flugzeug, betanken den Flieger. Und dann geht es bei uns in der Zwischenzeit weiter, dass wir zur Kabinencrew gehen, uns kurz vorstellen und dann wichtige Daten durchgeben, wie Flugzeit, Spezielles, erwarten wir Turbulenzen, ja, nein, gibt es irgendwas, was alle wissen müssten, und auch umgekehrt. Mhm. Die Kabinenbesatzung informiert uns, wenn irgendetwas Spezielles auf dem Programm steht. Mir kommt gerade was in den Sinn, wie funktioniert das? Ein Flugzeug landet und ich denke mal, das ist nicht leer. Da sind ja noch Treibstoff drinnen, oder? Ja. Woher weiß der Betanker, wie viel drinnen ist? Ihr braucht so viel ist drinnen. Woher weiß der das? Wie funktioniert das? Ist das? Nein, wir haben natürlich außerhalb des Flugzeugs gibt es eine kleine Klappe, die sieht der Passagier natürlich nie. Dort ist das sogenannte Fuel Panel. Das sind kleine Knöpfe und Schalter und dort stellt der genau die Menge ein, die wir wollen, schlussendlich die wir im Tank haben möchten. Sage ich mal, ich nehme für einen Flug XY, will ich 6 Tonnen haben. Und dann der stellt das einfach dort ein am Flugzeug selber. Außen am Rumpf kann er das öffnen, sagen, wie ein Minicomputer, muss man sich das vorstellen. Dort stellt er das ein und von dort aus wird dann gesteuert, dass, wenn der Fueler seinen Schlauch am Flügel anhängt, das genau bei 6 Tonnen stoppt. Der Flieger misst quasi die Menge und stoppt automatisch. Simpel einfach. Völlig, völlig idiotensicher, kann man sagen. Das ist so. Ja, solange die Technik mitmacht. Oder? Genau, wir haben ja, das wird ja alles überwacht. Da gibt es dann Absicherung, 2 Computer dahinter und. Also das, ich hatte noch nie in meiner Flugkarriere den Fall, dass es nicht gestimmt hat. Holzhalte. Ja, und wir schauen das natürlich schon noch an. Das gehört auch zur Flugvorbereitung. Wenn wir dann mal im Flugzeug sind, überprüfen wir, stimmt die Menge, die er getankt hat, mit der Menge, die noch drin war, überein, dass es das ergibt, was wir jetzt angezeigt haben. Okay. Irgendwann geht ihr ja dann alle, dann seid ihr da so weit fertig als... Dann sind wir fertig und und 45 Minuten vor Abflug treffen wir uns alle beim Ausgang. Wir haben einen separaten Crew-Ausgang mit Security, genau wie die Passagiere, alles Röntgen, also du kannst da nicht irgendwie noch ein bisschen Sprengstoff mitnehmen? Nein, das geht nicht. Wir haben die gleichen Sicherheitsvorkehrungen und dann werden wir von einem speziellen Bus dann direkt ans Flugzeug gefahren. Dann sind wir ungefähr 40 Minuten vor Abflug sind wir auf dem Flugzeug. Wann
kommen die Passagiere vor Abflug rein? Also ihr seid 40 Minuten genau. da, wann ist dann, wie heißt das, Gate offen, oder wie heißt das? Ja, das Gate, wann das genau öffnet, kann ich dir jetzt nicht mal sagen, aber die, das Boarding, also das Boarding, Einsteigen, das meine ich, ja. In der Regel ist das standardisiert und beginnt ungefähr 25 Minuten vor Abflug. Das heißt, ihr habt jetzt noch 25 Minuten Ruhe für euch im Flieger? 15 Minuten haben wir Ruhe und dann geht's los. Genau. Das scheint nach sehr viel, also es tönt nach sehr viel, es ist aber recht wenig. In der Zeit gehen wir erstmal ins Flugzeug rein und dann wird erstmal alles hochgefahren, also eingeschaltet, die ganzen Computer angeschaut, funktionieren die Bildschirme, dann habe ich ein elektronisches Logbuch, muss ich das vorstellen, da wird alles eingetragen, was relevant ist. Ich muss mich mit meinem Namen einloggen, ich muss eben die Fuel, den Treibstoff überprüfen, ich muss auch bestätigen mit einem Knopfdruck, dass ich das Flugzeug akzeptiere. Dazu muss ich natürlich auch noch einmal ums Flugzeug rumlaufen und die wichtigen Komponenten. Das sind da die Sicht-Check, wo man immer so schaut. Ja, genau, muss ich dann schauen, ist alles gut beim Triebwerk, steckt noch irgendwo ein Vogel drin, gibt es irgendwo Dellen, die nicht gesehen wurden, einfach sind die Räder in Ordnung. Findet man da jeweils etwas? Oder das gibt es, ja, ja. Gibt's? Doch. Meistens handelt es sich dann um Tierreste, Vogelreste, habe ich schon gefunden. Ansonsten muss ich sagen... Aber Chicken findest du noch nicht. Ja, so gibt es lustige Bilder. Aber in der Regel sind die Flugzeuge in einem sehr guten Zustand und es ist recht selten, dass da noch etwas auffällt. Aber auch wir das Glück haben, dass unsere Mechaniker natürlich auch schon vorher auch schon ums Flugzeug... Laufen. Das passiert alles zwischen der Landung und dem neuen Start. Genau, genau. Also eigentlich, ja, wenn es der erste Flug am Tag ist, wo wir uns erstmal treffen am Flugplatz, ist das Flugzeug wahrscheinlich, stand das da schon eine Weile am Boden, jetzt in der heutigen Zeit. Oder? Und dann ist das Flugzeug vielleicht schon 2 Tage nicht geflogen. Und deswegen eben zuerst kommt dann die Mechanik, die schauen auch kurz, die starten dann schon gewisse Komponenten des Stroms im Flugzeug. Ja. Das spart uns massiv Zeit. Und dann komme ich, muss aber auch noch einmal rum, weil ich bin verantwortlich für das Flugzeug in dem Moment. Ich muss das ja auch akzeptieren und bestätigen mit meinem Namen, dass ich das Flugzeug so akzeptiert habe, wie es dort steht. Ja. Und in der Zeit programmiert der erste Offizier, der Co-Pilot, dann den ganzen Flugablauf. Okay. Dann kommen dann langsam die Passagiere an Bord. Das ist richtig, ja. Dann werden wir erstmal noch gefragt, also die Kabine darf nicht einfach anfangen mit dem Einsteigen lassen der Passagiere. Sie müssen das Okay des Kapitäns haben. Das ist auch ganz speziell. Ich werde also vor jedem Flug gefragt, ist es okay für euch, wenn die Passagiere kommen? Ihnen sage ich ja. Nein, wir fliegen heute ohne. Genau. Dann meistens ja, manchmal gibt es Gründe, nein, warte noch eine Minute. Das kann ganz viele Gründe haben, weil wir noch auf etwas warten vom Catering, weil wir vielleicht noch einen Mechaniker an Bord haben, der noch etwas ersetzen muss. Das können auch ganz kleine Sachen sein, wie eine Sauerstoffflasche, die für medizinische Zwecke an Bord geladen ist, die vielleicht nicht mehr die ausreichende Menge Sauerstoff enthält. Da gibt es 1000 Beispiele. Aber in der Regel klappt das gut, 25 Minuten vorher geht's los. Cool. Und in der Zeit besprechen der Co-Pilot und ich noch die ganzen Abflugverfahren. Was machen wir, wenn? Wir schauen die Route an, wir berechnen den Start. Also da gibt es noch recht viel zu tun und wenn die Zeit dann noch reicht, dann gehe ich auch manchmal noch zur Tür und begrüße die Passagiere. Also wenn ich mir jetzt anhöre, was ihr alles so macht, dann musst du froh sein, wenn du irgendwie noch ein bisschen was Zeit hast. Aber das ist ja. Du bist ja noch nicht mal abgehoben. Noch nicht mal abgehoben, noch nicht mal die Türen geschlossen. Ja. Ja. Genau, ja, das gibt zu tun. Und wenn dann dann kommt dauernd jemand und unterbricht den Arbeitsfluss. Wir haben den Ramp Agents, das sind dann Personen, die uns die Ladeblätter bringen mit all den Zahlen drauf. Weißt du, wie viele Passagiere sind an Bord? Ist etwas Spezielles geladen? Wie schwer sind wir? Und so weiter. Diese Zahlen brauchen wir, um bei uns im Flugzeug einzugeben und schlussendlich auch die Startgeschwindigkeiten zu berechnen. Die sind ja immer abhängig von Wetter und Gewicht und Pistenlänge etc. Also das gibt schon noch zu tun, ja. Das ist ein hochkomplexer Ablauf, absolut, den man gar nicht mitbekommt als Passagier. Nein, man denkt dann wahrscheinlich, so habe ich es früher auch gehabt, ja, die zwei sitzen da, was machen die denn so lange? Und dann kommt noch dazu, dass ich irgendwann dann auch noch gerne die Passagiere begrüßen möchte mit einer Ansage über die Bordlautsprecher. Und dann geht es eigentlich meistens ziemlich schnell Schlag auf Schlag. Also so viel Zeit bleibt da nicht, das ist richtig. Wie sieht es aus? Jetzt sind alle mal an Bord, dann habt ihr alles mal erledigt und dann geht es los mit dem, wie heißt das, vom Hitweg? Vom Pushback. Pushback. Genau, erst gebe ich den Befehl der Kabine, dass sie die Türe schließen dürfen. Dann
gebe ich auch noch den Befehl, dass sie die Rutschbahnen armieren, im Falle einer Evakuation, oder? Müssen die armiert sein, das heißt, die müssen wie eingehängt sein. Ah. Man muss sich vorstellen, dass das nicht immer der Fall ist, weil wenn wir die Türen öffnen im Normalbetrieb, um die Leute ein- und aussteigen zu lassen, wäre das nicht so gut, wenn dann die Rutschbahn rauskommt. Hat es auch schon gegeben. Dass nicht bei Zufall jemand irgendwo drankommt und dann gehen genau, die Teile raus. Genau, das wäre ganz schlecht. So, ja. Okay. Deswegen geben wir aus dem Cockpit diesen Befehl, erst wenn die Türen geschlossen sind und wir bereit sind, das Flugzeug zurückzustoßen und die Triebwerke zu starten. Und in dem Moment muss ich mit dem Boden auch noch kommunizieren. Die bestätigen mir dann, dass sie nochmal ums Flugzeug gelaufen sind, alle Türen geschlossen sind, von unten auch die kleinen Türchen, die es da überall gibt. Und dann können wir miteinander kommunizieren. Ich muss dann versichern, dass die Parkbremse gesetzt ist. Dann dürfen sie das Flugzeug mit diesen superschweren Trucks, die sie da haben, anheben. Und so weiter. Und dann fragen wir nach Starterlaubnis, nach Freigabe der Triebwerke, nennen wir das. Und erst dann darf ich am Boden sagen, jawohl, wir dürfen die Triebwerke starten. Und also du kriegst eine Starterlaubnis, bevor du musst eine Starterlaubnis fragen, bevor du überhaupt mal die Triebwerke, ich dachte, die Starterlaubnis ist, wenn man anfängt zu fliegen. Ja, das ist dann die Starterlaubnis auf der Piste, aber die Erlaubnis, die Triebwerke zu starten. Also. Genau, das muss alles koordiniert sein. Okay. Also wir sprechen ständig mit dem Mann, wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Frauen, also die Person, die unten in diesem Pushback-Truck, wie wir das nennen, sitzt, wir sind verbunden mit einem Kopfhörer, der kann das unten irgendwo beim Flieger einstecken und dann mit uns sprechen. Okay. So kommunizieren wir. Wir haben natürlich noch Checklisten, die wir abarbeiten müssen und dann fragen wir nach Starterlaubnis, dann bekommen wir diese und dann gebe ich das so weiter und dann werden wir zurückgestoßen und dürfen dann die Triebwerke starten. Und dann sind wir noch lange nicht an der Piste. Und in der Zeit... Ich sehe schon, es wird ein längeres Video. Ja, egal, das ist unheimlich interessant. Wenn man und in der Zeit natürlich sitzen die Passagiere hinten und werden von der Kabinencrew instruiert über die ganzen Sicherheitsvorschriften. Das sind so die sagen, da oben ist auch das genau. Ausgang und die ganzen Shows oder jetzt natürlich die modernen Flugzeuge haben das alles auf Film. Ja. Dann seht ihr dieses Filmchen hinten und dann wird die Kabine gecheckt von der Crew, ob alle angeschnallt sind, sich an die Vorschriften halten. Dann kriegen wir wiederum ein Okay, dass die Kabine gesichert ist, so nennen wir das. Und von dem Zeitpunkt an wissen wir können jetzt jederzeit starten. Aber ihr seid noch nicht auf der Startbahn. Wir sind noch nicht dort. Wir sind immer noch am Motoren starten. Das dauert. Ja, okay. Und wenn die gestartet sind, fragen wir zur Freigabe zum Rollen. Und dann werden wir genau instruiert, welche Rollwege wir benutzen dürfen und wo wir entlang rollen müssen, um zur Startpiste zu gelangen. Da gibt es zwei, wie sagt man denen, Tower. Einer ist für den Boden zuständig und einer für die Luft. Also irgendwie, wie ist das? Ja, ganz richtig. Für den Boden auf dem Flugplatz ist jetzt zum Beispiel in Zürich sogenannter Apron Control. Das sind andere Personen als nachher von Skyguide, die den Tower, die Lotsen, genau, das ist nicht das Gleiche. Und dann findet ihr mal den richtigen Weg Richtung Startbahn. Das wäre schön, ja. Nein, ich meine, durch die Lot, durch die sagen, wo, wie, was, genau. Das ist auch Vorbereitung, oder weißt du dann, ich muss da nach links, oder sagt ihr dir den Navi nach links oder rechts? Das wissen wir nicht, also wir haben natürlich Karten und wir kennen gewisse Flugplätze sehr gut, vor allem den Heimflugplatz in Zürich jetzt in unserem Beispiel, da wissen wir schon, wenn er uns sagt, ja, bitte rollt auf dem Foxtrot und dann auf India, dann wissen wir, aha, ja, genau. Vorne links und dann ganz lang. Ganz genau. Wir wissen genau, was er jetzt meint, aber natürlich auf großen fremden Flugplätzen ist das nicht so. Wir haben Karten und wir haben jetzt in meinem Flugzeug, das ich fliege, auch eine Bodenkarte drin, die uns zeigt, wo das Flugzeug auf dem Flugplatz steht. Also aktuell genau. Wo genau. Du musst dir vorstellen wie GPS. Ja. Das ist echt cool. Das ist eine große Hilfe, weil, und jetzt wirst du lachen, das Schwierigste am Fliegen ist das Rollen am Boden. Also klar, ist auch ein Flugzeug, nicht ein LKW, genau, oder? Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, meine, wenn ich mir so überlege, das Teil ist, wie breit ist das mit den Flügeln so? Ungefähr. Ja, das sind etwas weniger als 36 Meter. Ich meine 36 Meter, manche kommen nicht mal mit dem PKW irgendwo hin und du musst da mit dem Teil noch. Ja, genau. Hast du ein Steuer? Oder ist das nur noch ein Joystick? Oder wie ist das? Joystick. Ja, ist echt. Werner! Hey! Side-Stick heißt das Teil. Side-Stick, cool. Aber es macht auch Joy, ein bisschen. Ja. Wir haben einen Tiller, nennt sich das, ein kleines Rad auf der Seite. Ja. Und mit dem steuere ich eigentlich das Bugrad mit der Hand, so zum Fahren. Ich könnte auch mit den Pedalen, kann ich auch ein bisschen das mithelfen. Das ist oldschool. Ja, das geht nicht so gut. Du hast natürlich nicht den gleichen Radius. Und je nachdem, wie eng dann die Kurve ist, schaffst du das nicht. Das ist am Boden zum Rollen, ist dieses Rad. Ja. Und dann in der Luft natürlich mit dem Side-Stick. Genau. Ja, cool.
Irgendwann seid ihr dann, ich sag mal, endlich jetzt. Endlich an der Piste. An der Piste. Nach gefühlt 300 Jahren. Und dann, ja, genau. Dann habt ihr noch 3-4 Flugzeuge vor. In der Urlaubszeit ist das natürlich wie ein Stau. So kannst du fliegen. Genau. Habt ihr schon zugeschaut, die sind so richtig, eine nach dem anderen gehen, da getimt hoch. Genau. Wie ist das? Gibt das eine Abstandsregel? Ja, du musst jetzt mal 2 Minuten warten und dann darfst du nachfliegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist genau reglementiert. Das hat mit der Größe des Flugzeugs zu tun. Die werden unterteilt in leicht, mittel und schwer. Und jetzt gibt es auch noch Super, das sind die A380. Und da gibt es dann ganz gewisse Vorschriften. Das ist entweder in Meilen, der Abstand muss so und so viele Meilen betragen, bevor das nächste Flugzeug starten darf, oder in Minuten. Und auch klar, dass wenn ein großes Flugzeug vor uns startet, sage ich jetzt mal von der Kategorie schwer, 380er, dann wäre es ein Super sogar, haben wir natürlich viel größere Abstände, die wir einhalten müssen, als wenn jetzt der gleiche Flugzeugtyp vor uns startet. Und das hat der Lotse auch im Griff. Ich frage jetzt mal ganz doof. Mhm. Warum braucht ihr so einen Abstand? Weil ihr habt ja keinen Bremsweg. Wenn da, warum? Warum braucht ihr keinen Abstand? Bremsweg? Wenn du ich rede in der Luft. Wenn du startest, dann kannst du jetzt sagen, nein, ich mag nicht. Warum braucht ihr den Abstand? Hat das einen Grund? Ja, das hat mit den, ich suche eben die deutschen Wörter, weil Wake Turbulence sagt jetzt den meisten nichts. Das ist ganz schwierig, wenn ich jetzt mit dir versuche. Mit deinen Bleien, keine Ahnung. Ja, weil die verstehen die meisten Wörter nicht. Du musst dir vorstellen, die Wirbelschleppe, genau, jetzt habe ich es, die Wirbelschleppe, die das vorhergehende Flugzeug generiert, die können extrem gefährlich sein für ein Flugzeug. Also wenn das Flugzeug startet, hinten macht die Rotoren, oder? Ja, die Luftverwirbelungen, dort darfst du nicht reinkommen. Ja. Weil dann hast du keinen Auftrieb mehr. Das kann einfach brutale Turbulenzen auslösen. Es braucht gewisse Abstände, das ist ein Sicherheitsabstand, um nicht in die Luftverwirbelung des vorhergehenden Flugzeugs zu geraten. Okay. Im schlimmsten Fall könnte ein Flugzeug auch außer Kontrolle geraten mit der Steuerung. Nee, dann kommt man in ungewollte Turbulenzen, die man nicht mehr beherrschen kann. Genau. Politisch korrekt ausgedrückt, so ungefähr. Klingt gut. Irgendwann seid ihr es mal gestartet in der Luft und dann müsst ihr auf bestimmte Höhen, wie stelle ich mir vor, ist da oben... Das, wie heißt das? Flugbahnen oder wie heißt das? Luftstraßen, ja, genau. Und Autobahnen da oben. Kannst du nicht fliegen? Ja, ist ungefähr die Richtung. Ich fliege mal. Wie funktioniert das? Das geschieht eben mit der Programmierung, der ja am Boden findet die ja schon statt. Also wir bekommen einen Flugplan, das ist Teil der Flugplanung. Dort ist auch unser Flugweg definiert über Flugpunkte und entsprechende Flugstraßen. Und so müssen wir das auch im Flugzeug selber programmieren. Nachher liegt es aber natürlich klar an den Lotsen, uns Abkürzungen oder an alternative Flugwege zu geben. Das kommt regelmäßig vor. Aber sehe ich das richtig? Eigentlich hat es am Himmel richtig Straßen, wo immer die Flugzeuge durchfliegen und zwischendurch geht mal wieder jemand irgendwo auf den Flugplatz. Aber das sind eigentlich so wie Verkehrsachsen. Ganz genau so muss man sich das vorstellen. Wie Autobahnen in der Luft, um den Flugverkehr zu trennen. Hm. Also da kannst du nicht sagen, ach komm, pass mir hier nicht, ich flieg mal da und nein, dann da. Das geht nicht. Freestyle ist da. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Eine Ausnahme, wo wir selber entscheiden dürfen, wo wir fliegen, ist, wenn wir ein Unwetter umfliegen müssen, eine Gewitterzelle zum Beispiel, die werden immer umflogen. Und da müssen wir natürlich schon vorher auch anfragen und die Erlaubnis einholen. Nicht, dass wir irgendwie plötzlich jemandem vor die Nase fliegen. Das wäre ganz schlecht. Da kommt mir jetzt so eine Frage in den Sinn. Dann hat man gehört, ja, das war ein Beinahe-Crash. Sie waren, ich weiß nicht, 2 Kilometer auseinander. Wenn ich von jemandem 2 Kilometer auseinander bin, dann ist das für mich viel Spaß. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Ja. Wie stelle ich mir vor, siehst du ein anderes Flugzeug auf 2 Kilometer? Ja. Also man sieht die anderen Flugzeuge sehr gut. Die normale Staffelung beträgt in der Regel 1000 Fuß in der Höhe. Das sind 300 Meter, das ist nicht wahnsinnig viel. Ja. Und lateral kommt das sehr darauf an, in welchem Luftraum wir uns befinden. Aber die Abstände sind sehr groß. Die sind großzügig gerechnet. Das ist richtig. Du, es gibt ja Situationen, dass du siehst... Du hast, nur schnell zum Anmerken noch, du bist natürlich mit anderen Geschwindigkeiten unterwegs, gell? Jetzt stell dir vor, du hast 2 Flugzeuge, die sich nicht so ganz dran halten, wie sie fliegen sollten und beide sind mit irgendwie 850 Stundenkilometer unterwegs. Das sind 2 Kilometer schnell nicht viel. Also in einer... Jeder hat 850 Stundenkilometer drauf. Genau. Das heißt, die nähert sich mit 1700 Kilometer pro Stunde. Wenn sie aufeinander zufliegen, ganz richtig. Das sind 2 Kilometer. Das macht nicht viel. Der kommt. Ja. Das ist so wie beim Autofahren, der kommt raus, tschuck, so ist passiert. Genau. Und da kannst du auch nicht so grad schnell reagieren wie Kunstflieger. Nein. Wir haben schon eingebaute Sicherheitssysteme. Jedes Flugzeug muss das haben. Also das ist in Europa sowieso ein Muss. Ich denke sogar weltweit.
Und das ist ein System, das ausrechnet, wenn ein Flugzeug mit einer gewissen Geschwindigkeit oder Steig- oder Sinkrate sich zu schnell nähert, bekommt man mal eine Warnung, eine mündliche, das ist dann eine nette Stimme, die dann etwas ausruft. Und da haben wir auch Verfahren, wie wir dann handeln müssen. Und wenn es dann wirklich knapp wird, kommt frühzeitig eine Warnung, dass man zum Beispiel sofort steigen oder sinken muss. Und das müssen wir dann auch entsprechend innerhalb einer gewissen Zeit ausführen. Und so werden Zusammenstöße vermieden. Bei den neueren Assistenten im LKW oder PKW, da heißt es plötzlich, macht er eine Notbremsung oder weicht vielleicht sogar aus, was auch immer. Gibt es das auch im Flugzeug, dass er sagt, knapp, ich fliege selber? Nein, das gibt es nicht. Ist immer der das Pilot? Das ist immer oder? Der Pilot, ja. Okay. Ja. Wir müssen die Automatik danach ausschalten und dann von Hand fliegen. Apropos Automatik, stell mir mal vor, du fliegst 2-3 Stunden irgendwo hin, Autopilot, Feierabend, ich genieße jetzt mein Leben. Ist der, was ist die Realität? Die Realität ist auch wieder sehr nah dran an dem, was du sagst. Also es ist immer davon auszugehen, alles läuft normal, schönes Wetter, technischer Status vom Flugzeug ist exzellent und dann kann man gut auch mal ein bisschen zurücklehnen und die Aussicht genießen. Selbstverständlich ist immer einer am Fliegen, das bedeutet, wir sind ja zu zweit, der eine hat immer ein Auge auf die Instrumente. Wir müssen natürlich den Autopiloten schon noch überwachen. Mhm. Wir haben ja auch Funkverkehr, wir dürfen die Funksprüche nicht verpassen, sonst rufen sie dann das nächste Mal nicht mehr so freundlich. Es braucht also trotzdem wieder beide, ich sag mal, aktiv da, du absolut. Kannst nicht sagen, oh komm, ich gehe jetzt mal ein bisschen mit den, wie heißt das, mit den Gästen plaudern. Nein, also wir sind angehalten, im Cockpit zu bleiben, das ist klar, das ist unser Arbeitsplatz. Mhm. Wir sind da zur Überwachung, zur Durchführung des Fluges, und zwar zu einer sicheren Durchführung eines Fluges. Und das liegt dann nicht drin, dass man mal schnell eben nach hinten geht und ein bisschen schwarz. Natürlich, wir dürfen auf Toilette gehen. Und wenn dann gerade jemand von der Kabine in der Bordküche steht, dann darf man auch mal schnell ein paar Worte wechseln. Das macht gar nichts. Man das ist eigentlich wahnsinnig, wenn ich überlege, in dem Augenblick, wo du deinen Job machst, zu fliegen, mhm. hast du es gerade am ruhigsten, oder? Ganz genau. Die große Arbeit, hast du richtig erkannt, die erfolgt vor dem Flug und nach dem Flug und zwischen den Flügen. Aber während dem Flug ist es in der Regel recht entspannt. Das heißt, meine Wahrnehmung vorher, ja, die sitzen nur da vorne, dann der Augenblick haben wir mal getroffen, die haben jetzt Ruhe und sie können, dann kriegt er auch zu essen und so, das macht er auch, ich sag mal, während dem Fliegen. Ja, oder? Natürlich, ja. Irgendwann geht es dann auf den Zielflughafen vor und dann geht das ganze Prozedere wieder zurück mit dem Landen? Ja, das fängt dann schon an, den richtigen Anflug wieder zu programmieren, das miteinander zu besprechen. Ist etwas speziell? Ist das Wetter ein Thema? Hat der Flugplatz andere spezielle Gegebenheiten, die wir berücksichtigen müssen? Dann gibt es zu jedem Flugplatz auch noch firmenintern bei uns ein Dokument, das wir durchlesen kurz vorm Anflug, um zu schauen, was waren da Sachen, die irgendwo aufgepoppt sind, vielleicht die ein Thema sein könnten. Ja. Und dann besprechen wir den Anflug, kontrollieren die Programmierung, ob das alles stimmt und berechnen nochmal die Landegeschwindigkeiten, Landedistanz, dass das alles passt. Das dauert schon auch nochmal so 10 Minuten. Und dann landen wir erst. Ich habe eine Frage. Was war das? Das gibt so einen Flughafen in der Karibik, da landen die... St. Martin. Genau, die fliegen da so richtig über den Köpfen ran und so. Wie ist das eigentlich, wenn ich mir vorstelle, für einen Piloten ist das ein Horror? Das sind die Leute und man weiß, man haut denen fast das Fahrwerk ins Genick. Oder sieht das nur so aus? Ist das eigentlich viel höher? Ich glaube, das sieht nur so brutal aus, aber ich bin dort nie selber angeflogen. Ich war noch nie dort, ich kann das nicht beantworten. Aber du kennst keine, ich sag mal, Landepiste irgendwo, wo du geflogen bist, wo es knapp ist, dass du denkst, na, die Straße ist schon nachher an einem Flugplatz oder so, dass du das Gefühl hast. Das muss ich echt studieren. Nein, vielleicht nah am Wasser. Das gibt schon, wo du viel Wasser drumherum hast. Aber du weißt ja eigentlich immer, wie weit du über Boden bist. Ja, genau. Und wir folgen ja auch dem Instrumentenanflug in der Regel. Und dann weißt du auch, wenn du dort genau fliegst, dass das alles passt. Das ist kein Thema. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Landung und nicht unbedingt darauf, was jetzt da hinter der Piste noch rumläuft. Ja. Was mir noch in den Sinn kommt, wenn ihr im Winter oder bei kaltem Wetter startet, dann wird das Flugzeug enteist. Das ist ja dem Zeugs einspritzen, oder? Genau, sobald Eis oder Frost auf dem Flugzeug angesetzt hat oder Schneefall herrscht. Richtig. Das ist, wenn es unten ist. Aber ihr habt ja oben auch minus, wie viel Grad ist da? 50, 40, 50? Ja, bis minus 60 kannst du gut haben. Und da gefriert nichts mehr? Nein, weil du hast dann keine
die Luftfeuchtigkeit ist zu klein. Das muss ich mir so vorstellen. Auf diesen Höhen ist die Luftfeuchtigkeit zu klein und die Fluggeschwindigkeit zu schnell. Das gibt ja Reibungswärme und das reicht effektiv, dass du eigentlich das Problem nicht hast. Es gibt schon Momente in der Fliegerei, wo du plötzlich, wo der Flügel vielleicht Eis ansetzen kann. Das gibt's. Die heutigen Flugzeuge sind so zertifiziert, dass das es ist kein Thema mehr. Mhm. Wir haben auch automatische Enteisungen, also Triebwerksenteisung, die läuft auch unter gewissen Bedingungen bei unserem Flugzeug automatisch. Dann gibt es die Flügelenteisung und auch die läuft automatisch unter gewissen Bedingungen. Das ist aber eher in den tieferen Lagen, so, wo du noch viele Quellwolken hast, die du durchfliegst im Winter, wo Schnee ist, da kann es schon mal sein, dass man was ansetzt. Aber das ist eigentlich kein Thema. Solange die Enteisungsanlagen des Flugzeuges funktionieren, ist das gut, sonst hat man immer die Möglichkeit, etwas schneller zu fliegen, um dem entgegenzuwirken oder möglichst schnell aus diesen Konditionen rauszukommen. Mhm. Und da muss man halt mit der Flugsicherung reden, aber in der Regel, also ich habe es noch nie erlebt in 14 Jahren, dass es ein Thema war. Das ist so eine Simulator. Übung zum Beispiel, so, weil das lernt man im Simulator. Das ist eher eine theoretische Sache, muss ich sagen. Das übt man im Simulator nicht, weil das ist etwas, was kein großes Problem darstellt. Mhm. Wir üben schon eher die wichtigen Sachen wie Motorausfall, was ist, wenn ein Feuer an Bord ist, etc. Also wirklich die ganzen Sachen, die dann zeitkritisch sind, das wird geübt. Wie muss ich mir vorstellen, im Flugzeug, da hört man immer wieder mal, da hat jemand Ärger gemacht. Du bist da die Verantwortliche. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich frage jetzt nur einfach mal. Ich möchte einfach mal wissen, angenommen, zu viel Alkohol oder was auch immer, und ich habe eine Panikattacke, gibt es ja auch. Ja. Oder? Ja. Was habt ihr für Möglichkeiten? Im Flugzeug ist man ja, ich sag mal, begrenzt auf engem Raum. Ja. Was macht ihr da? Wie reagiert ihr? Ihr habt ja nicht, oder seid ihr auch psychologisch ausgebildet? Ich kann da nur so viel dazu sagen. Wir sind ausgebildet und die Kabinencrew hat ein Spezialtraining zu diesem Thema, was das Thema unruly passengers, sagen wir denen, die sich nicht benehmen können. Ja. Die so eine Gefahr für die Flugsicherheit darstellen könnten. Also sind die Ärger machen? Die dann richtig Ärger machen. Also okay. Die Kabinencrew ist geschult für solche Situationen. Und wir haben gewisse Verfahren, die wir intern auch einsetzen können. Mehr darf ich da jetzt nicht sagen. Das ist klar. Wie sieht das aus, wenn ich eine Panikattacke habe, weil ich merke plötzlich, ich habe Angst vor dem Fliegen? Ja. Das ist ja, ich bin ja dann nicht der, wie heißt das, unruly. Unruly, nein, du bist ja dann nicht ein unruly. Du bist dann, da wirst du als medizinischer Notfall eher, wirst du dann eingestuft. Und dann merkt man auch, ey, es ist das oder ja. Das. Ja, also ich glaube, die Kabinencrew hat da ein recht gutes Gespür für die Menschen und die können das super einschätzen. Super. Und gerade bei Leuten mit Panikattacken, oftmals wissen diese Personen ja und diese Passagiere auch vorher schon, dass sie vielleicht ein Thema haben und entsprechen das hoffentlich an. Das ist zu empfehlen. Wenn man medizinische oder psychologische Themen hat, soll man das ruhig der Kabinencrew mitteilen. Das hilft auch nachher, wenn etwas ist, dass man adäquat reagieren kann. Also wenn ich weiß, ich habe Angst vor dem Fliegen, ja. Ich komme rein, dann kann ich sagen, ich habe riesen Angst, ich fliege ungern, aber ich... Und dann weiß der, sagen, ja. Das ist wichtig. Unbedingt sagen, genau. Das kann massiv helfen, weil wir können uns dann ein bisschen intensiver um diese Person kümmern. Das ist ganz wichtig. Und da habe ich auch extrem gute Erfahrungen damit gemacht schon. Mhm. Das lohnt sich also. Ja. Irgendwann geht das Prozedere los, ist halt dann gelandet und dann werdet... Nein, dann rollst du ja... Ja, dann werden wir wieder an einen Standplatz gelost. Also wir schauen dann sehr gut beide, dass wir am richtigen Ort lang rollen. Ja. Oh, mittlerweile, klar, kenne ich die Flugplätze ein bisschen, da ist es nicht mehr so ein Thema. Und dann, wenn wir am Gate sind, werden dann die Passagiere ausgeladen und das Gepäck ausgeladen. Dann kommt die ganze Putzekippe wieder, wird alles gereinigt und das neue Gepäck für den Rückflug wird bereits wieder im Cargo verstaut. Und dann geben wir irgendwann wieder das Okay, dass wir bereit sind, um die neuen Passagiere an Bord zu lassen. In der Zwischenzeit wird der Flieger wieder betankt, wir müssen wieder alles neu eingeben, berechnen. Damit ich jetzt das nicht falsch verstehe, du fliegst Zürich-Berlin, ja. Und das heißt nicht, du hast da Feierabend, dann geht das Ganze wieder zurück. Genau. Und dann, du hast eigentlich die Vorbereitung, theoretisch ist alles schon wieder da, du weißt den Ablauf und so. Und dann hast du aber in Zürich Feierabend oder musst du nochmal fliegen? Oder wie funktioniert das? Zurzeit, Corona-bedingt, ist es so, dass meistens nach einem Flug, ein Flug ist für uns zum Beispiel Berlin zurück, ein Umlauf, kann man das nennen. Dann ist Feierabend.
Genau, das ist zurzeit recht angenehm und entschleunigt extrem. Aber vor Corona-Zeiten und hoffentlich auch bald wieder war das schon eine andere Geschichte. Da hatten wir 5-Tageseinsätze mit bis zu 4 Flügen am Tag. Also sprich zweimal irgendwo hin, zum Beispiel Berlin, Zürich und dann nochmal nach London und wieder zurück nach Zürich. Das ist eigentlich Standard. Das sind lange Arbeitstage, die können gut und gerne mal so 12 Stunden dauern. Der Respekt davor, den ich habe, ist, wenn du da, egal, 10, 12 Stunden, du musst die ganze Zeit 100% konzentriert sein. Ja. Da kannst du nicht sagen, oh, jetzt bin ich so müde, ich mag nicht mehr. Ja, nein, das ist dann nicht gut. Ja, also es braucht schon eine extreme Fitness, auch mental, körperlich auch. Und man hat schon die Möglichkeit, wenn es stressig war oder man hat einen anspruchsvollen Tag gehabt oder eine Rotation, mehrere Tage, die irgendwie wetterbedingt, technisch, wenn einfach viele Sachen zusammenkommen und man irgendwann sagen muss, stopp, jetzt bin ich irgendwo nicht mehr fit genug, um das verantworten zu können, hat man immer die Möglichkeit natürlich zu sagen, okay, jetzt steige ich aus und dann kommt dann eben ein anderer Kollege. Bereitschaftspilot. Genau. Ich muss aber sagen, das kommt sehr, sehr selten vor. Das hat auch damit zu tun, dass der Zusammenhalt in der Crew immer sehr gut ist. Man lacht viel auch, oder? Es ist nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man hat auch Spaß und die Tage gehen sehr schnell rum. Und ich persönlich bin jetzt jemand, dem liegt das, dass sehr viel läuft. Ich genieße das, wenn Action ist. Nicht immer, jeden Tag nur das, aber ich mag das gerne. Für mich ist das eher ein Motivator und andere haben vielleicht eher Ermüdungserscheinungen, wenn viel läuft. Okay. Das ist sehr individuell. Jeder muss für sich selber entscheiden, wie fit er noch ist. Diese Möglichkeit haben wir. Gibt es auch Momente, wo du irgendwo hinfliegst, wie auch immer, und dann musst du da übernachten? Ja. Dann bleibt die ganze Crew da, oder? Ja, da bleibt die ganze Crew zusammen dort. Man geht als Crew zusammen ins gleiche Hotel, verbringt dort die Nacht und am nächsten Tag fliegt man mit der gleichen Crew wieder zurück nach Hause. Das ist so. Vielleicht ist es dann ein neues Flugzeug, es muss nicht zwingend das gleiche sein. Es kann sein, dass eine andere Crew den Flieger übernimmt und dann nach Zürich fliegt, während wir den Nachmittag zum Beispiel in Berlin verbringen. Aber dann die Crew bleibt zusammen. Das ist recht cool. Also das Flugzeug ist eigentlich immer in Bewegung, egal was los ist. Ein Flugzeug muss fliegen, genau. Ja. Ich finde das echt super. Ja, es gibt tausend Sachen zu erzählen, aber... Habe ich etwas vergessen zu fragen, was allgemein so gefragt wird? Wo du als Pilotin gefragt wirst und du sagst, das sollten die Menschen da draußen wissen. Ja, da habe ich etwas. Okay. Jetzt, wo ich Kapitän bin, sagen alle, oh wow, du bist Pilot. So. Ist allen klar, Kapitän fliegt Flugzeuge. Als ich Co-Pilot war, wurde ich immer gefragt, und wann bist du dann Pilot? Die Leute wissen, glaube ich, nicht, dass beide alles können. Beide fliegen, beide können fliegen. Man muss sich da auch vorstellen, was passiert, wenn der Kapitän gesundheitlich während eines Fluges ausfällt. Der erste Offizier, Co-Pilot, der kann problemlos das Flugzeug alleine fliegen, alleine funken, alleine landen, egal was für ein Wetter herrscht. Also es ist nicht nur der Beifahrer da. Genau, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Das ist, sonst wäre es ja auch keine Absicherung, dass es zwei Personen braucht, zwei Piloten. Der Co-Pilot kann alles genauso gut wie der Kapitän. Kapitän trägt am Schluss die Verantwortung und hat eigentlich eher, das sehe ich jetzt erst, wo ich selber Kapitän bin, viel mehr die Managerfunktion. Das Ganze am Laufen zu halten, zu schauen, dass die Zeiten eingehalten werden, dass die Crew sich an die Vorgaben hält, dass Regulationen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten werden und so weiter. Den Überblick zu behalten und eben die Entscheidungen zu treffen, wenn eine ansteht. Aber das kann man erst nach einer Zeit lang, nach einer Erfahrung. Also darum, der Co-Pilot, da bist du eigentlich auch noch der Lehrer für den Co-Pilot, damit er seine Erfahrung, damit er sieht, wie du das machst, der fliegt mit einem anderen mit, der lernt von dem und dann packt er sein eigenes Wissen zusammen und irgendwann schafft er das auch als Kapitän. Ganz genau, so ist das. Es ist wie eine, ja, wie kann man das beschreiben, es muss sich die Sporen abverdienen, ein bisschen. Fliegerisch ist das sehr klar geregelt, wir haben unsere Richtlinien und auch wie wir miteinander sprechen. Wenn es ums Fliegen geht, ist genau vorgegeben, welche Wörter wir benutzen, wie das abzulaufen hat, damit, egal mit wem ich arbeite, dass das immer gleich ist. Der Rest, wie ich etwas vielleicht etwas abändere oder innerhalb der Leitplanken persönlich anders handhabe, das ist dann wieder die Individualität. Und als Kapitän hat man dann natürlich viel die Möglichkeit, auch das Klima maßgeblich zu beeinflussen, gute Stimmung zu schaffen. Und die Co-Piloten können sich da viel abschauen.
und mitnehmen dann für ihre eigene Laufbahn später. Genau, so habe ich es gemacht. Cool. Ja. Ich finde das echt wahnsinnig interessant und spannend. Und ja, wie man schon gemerkt hat, wir haben beide ein bisschen Humor. Und wenn ich mir vorstelle, dass du hast das ja nicht, du hast nicht gerade einen Partyflieger, aber bei dir ist die Freude steht im Vordergrund, das merkt man. Das ist nicht so, das ist mein Job und ich muss den machen, sondern das ist, wie sagt man dem, Freude an der Arbeit. Ich sage immer, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie mehr arbeiten. Hört sich gut an. Ja, ja. Also ich bemühe mich sehr, dass ich die Motivation auch rüberbringen kann, weil es ist ein mega schöner Beruf, wirklich wunderschön. Es ist teilweise extrem streng, ja. Aber die positiven Momente, die überwiegen eindeutig. Also es ist wirklich super. Im Moment kommt das alles ein bisschen zu kurz, oder? Die coolen Nightstops da, wenn du im Hotel bist mit der Crew, du lernst viel über die Menschen oder mal irgendwo in den Ausgang gehen, das liegt drin. Ja. Das ist meistens auch sehr, wirklich sehr witzig. Und jetzt spreche ich nicht davon, dass man sich dann betrinkt. Das ist nicht gewünscht, oder? Ja, das ist klar. Wir müssen fit sein. Aber es ist einfach, wie sagt man, gesellig. Es ist wirklich schön und es sind ganz tolle Leute bei uns und eine bunte Mischung. Und es ist wirklich, jeder Tag arbeiten macht Spaß. Das ist so. Cool. Kann ich mit gutem Gewissen hier sagen. Ja. Also es macht echt Spaß. Ja. Danke vielmals. Ja, danke dir. Und wenn auch du irgendetwas sagen möchtest, deine Geschichte erzählen möchtest, kein Problem. Ihr habt gesehen, bis jetzt ist da alles Mögliche dabei. Da kommt noch mehr. Vielleicht ergibt sich das. Setzen wir uns an den Tisch. Der Tisch ist da übrigens. Den sieht man vielmal gar nicht. Ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Und sehr gern. Ich hoffe, ich darf auch mal mit dir fliegen, wenn ich dann mal fliege, aber bis dann. Aber das organisieren wir. Dankeschön. Danke dir. Tschüss.